Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor der 24. Runde der Admiral Bundesliga. Wir treffen am Sonntag um 14.30 Uhr in der Merkur Arena auf Austria Klagenfurt und das Spiel wird unter dem Motto Heimspiel für den Frieden stattfinden. Bisher wurden 8.000 Tickets verkauft und bei mir begrüßen darf ich jetzt unseren Cheftrainer Christian Ilzer. Chris, nach der bitteren Niederlage in Salzburg treffen wir am Sonntag auf Austria Klagenfurt, auf den Aufsteiger. Was für ein Spiel erwartest du da? Ja, kurz zurück zum Sonntag. Ich denke, mit der oder für die 0-1 Niederlage in Salzburg brauchen wir uns auf keinen Fall genieren. Aber Niederlage bleibt Niederlage, deshalb brauchen wir uns auch nichts darauf einzubilden. Es war dann am Ende eine Spur zu wenig, um dort was mitzunehmen. Was wir aber mitnehmen können, ist sicher eine starke Leistung über weite Strecken, die wir gegen einen guten, sehr starken Gegner gebracht haben. Und das war der erste Ansatz, dass wir einfach Dinge, die gut funktioniert haben in Salzburg, auch nochmal der Mannschaft gezeigt haben, nochmal darauf die Mannschaft hin fokussiert haben, auf diese Dinge auch wieder in die nächsten Aufgaben mitzunehmen. Auf der anderen Seite wartet natürlich ein Gegner, der einen anderen Charakter, einen anderen Stil hat, auf den es sich natürlich auch im Speziellen vorzubereiten gilt. Da sind wir jetzt noch mittendrin. Und ja, wir haben ein Heimspiel und das wollen wir natürlich am Sonntag mit einer starken Leistung auf alle Fälle gewinnen. Ich bitte um eure Fragen. Wenn ich anfangen darf. Chris, was ist die stärkste Leistung deiner Mannschaft in Salzburg im Jahr 2022? Und wenn ja, was darf man dann in den nächsten Runden noch erwarten von deiner Mannschaft? Also im Jahr 2022 war es einmal sicher unsere stärkste Leistung in Salzburg. In dieser Saison wahrscheinlich auch. Es war eine Spur besser als im ersten Saisonduell da in Graz. Es war viel besser als im letzten Duell in Salzburg. Im Vorjahr haben wir zweimal gewonnen gegen Salzburg, ich denke, aber die Leistung war absolut vergleichbar mit diesen Leistungen. Du musst halt, wenn du gegen Salzburg dann auch wirklich gewinnen willst, dann musst du auch diese wenigen Chancen, die du hast, da musst du einfach effizienter sein in der Standardsituation, wo wir dann das Tor bekommen haben, auch konsequenter. Da hat uns einfach in dieser Phase einfach die Konsequenz gefehlt und kleine Fehler werden einfach bestraft. Aber über weite Strecken haben wir schon ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Haben einfach für mich war so die Phase vor der Pause, wo wir Salzburg ein bisschen zu stark ins Positionsspiel kommen haben lassen, wo wir zu sehr ins Nachlaufen gekommen sind, wo wir nicht mehr so konsequent die Positionierungen der Salzburger mitgegangen sind. Da haben wir leichte Schwierigkeiten gehabt, weil es natürlich, wenn eine Mannschaft die richtig hin und her schickt, dann schon schwer wird, die Konzentration zu halten. Und dann war die Phase nach dieser ersten Wahlentscheidung, wo ich gemerkt habe, einmal eine Minute Energie rauf bis ins Unendliche und dann sind wir richtig gefallen vom Energielevel. Habe auch in diese Phase dann zweimal reingewechselt, offensiv reingewechselt und diese Summe war halt dann für uns ein bisschen zu viel. Da haben wir, glaube ich, in 10 Minuten 3-4 gefährliche Kontersituationen zulassen. Das waren die Phasen, mit denen ich nicht zufrieden war, aber sonst war es wirklich ein starker Auftritt. War selber angesprochen, ist das jetzt abgehakt oder schwirrt es noch immer in deinem Kopf, in deinen Gedanken umher? Prinzipiell versuche ich solche Dinge sehr schnell abzuhaken, versuche zu verstehen und abzuhaken, weil wir am Ende nur besser werden oder einfach uns einen Gefallen tun, wenn wir uns auf das fokussieren, was wir wirklich selbst beeinflussen können. Die Wahlentscheidung in Salzburg war natürlich eine Sache, die dann schon noch länger in meinem Kopf rumgeschwirrt ist, weil es, glaube ich, das erste Mal im österreichischen Fußball war, dass einer Mannschaft 2 Elfmeter wieder zurückgenommen worden sind. Es war so, dass ich, glaube ich, in dieser Woche keinen einzigen getroffen habe und da waren nicht nur Sturmfans dabei, die verstanden haben, warum die beim Seiwald-Handspiel der Videoschiedsrichter sich eingemischt hat. Der hat für mich da nichts verloren. Da war mit dem Schiedsrichter Mucken haben wir nach dem Spiel noch gesprochen, der für mich eine sehr starke Leistung in dem Spiel abgeliefert hat, der aber natürlich auch
gelitten hat unter diesen Entscheidungen, weil das auch natürlich auf seine Beurteilung zurückfällt. Für mich hat er das genauso geschildert, wie es dann auch war. Es war eine unnatürliche Handbewegung. So läuft der Basketballer vielleicht, wenn er einen Ball auf der Hand hat, durch ein Spielfeld, aber sicher kein Fußballer. Der Ball streift den Fuß innen, dann geht er auf den Boden, kann man gar nicht sagen, ob er davor noch den linken Fuß gestreift hat und geht vom Boden über einen Meter nach oben. Die Hand vom Seiwald geht zum Ball, genauso hat er es wahrgenommen, in einer super Sicht. Also da ist dann, für mich hat da war überhaupt nichts verloren. Deshalb habe ich das auch, verstehe bis heute nicht, da stehe ich dazu, war ein bisschen medial für mich auch unreflektiert dann wiedergegeben, ob das im Fernsehen war oder im Print. Also es ist unser Nummer 1 in Österreich, der Harald Lechner. Ich habe großen Respekt, der taugt mir, weil er ein richtiger Freak ist in der Ausübung seines Berufes. Aber in dem Fall hat er einen Fehler gemacht und das kann er einmal zugeben. Und ja, wir haben eine gute Chance nicht bekommen, aber im Endeffekt liegt es dann doch an den Dingen, die wir beeinflussen können, dass wir in Salzburg dann was mitnehmen können. Und das haben wir halt auch zu einem gewissen Grad nicht auf diesem Niveau gemacht, wie es halt nötig ist. Der beste Schiedsrichter Österreichs kann sich am Sonntag beweisen, weil er ja das Spiel leitet zwischen Sturm und Osterkampf. Das ist wieder eine Fehlinformation, das ist verändert worden. Aufgrund der Entscheidung von war? Da muss man nachfragen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass unbesetzt worden ist, aufgrund, was meine Information ist, von Corona-Fällen. Okay, eine Fehlinformation. Die andere, dass wir keine haben, wie wirst du spielen? Du hast gesagt, das Spiel wird sich verändern. Das ist eine andere Mannschaft außer Klagenfurt. Wirst du auch deine Mannschaft verändern, personell? Ja, klar, es hat Austria Klagenfurt einen anderen Spielstil, eine andere Herangehensweise als Red Bull Salzburg. Ich habe trotzdem großen Respekt vor den Leistungen, die Austria Klagenfurt in diese Saison gebracht hat, als Aufsteiger, da, sich für die Meistergruppe zu qualifizieren. Das war schon richtig, richtig stark, das, was sie bis jetzt geleistet haben. Die Mannschaft hat eine ganz klare Handschrift, ganz klare Charakteristiken in ihrem Spiel, die sie als sehr, sehr gefährliche Mannschaft machen. Und das Zweite ist natürlich auch eine mentale Situation, die Mannschaft da sehr gefährlich macht. War jedes Jahr noch so, dass es eine absolute Überraschungsmannschaft in der Meistergruppe gegeben hat, vorher mit der WSG Tirol. Davor Hartberg und im ersten Jahr war ich auch dabei, weil damals war es der WC auch noch, dass eine Überraschung war, weil davor ja um den Abstieg gekämpft wurde und ich habe das damals auch miterlebt, dass wir uns das große Ziel gesetzt haben, dass uns eh keiner geglaubt hat, in die Meistergruppe zu kommen, dann ist es uns wirklich gelungen und da hat man einfach völlig befreit aufspielen können dann in der Meistergruppe und das macht unseren sonntägigen Gegner plus diese Qualitäten, ihr gutes Flügelspiel, ihr gutes Konterspiel, macht sie natürlich auch als zu einem sehr gefährlichen Gegner, auf dem wir uns auch schon top vorbereitet haben. Ich habe zur vorhergehenden Sache noch Salzburg eine kurze Frage noch, die man schon eine menschliche, wenn man den Gesichtsausdruck von Schiedsrichter Muckenhammer zweimal gesehen hat, wie er dann hingelaufen ist und so weiter, wie es ihm dabei gegangen ist, wenn er zweimal eine Entscheidung zurückgeben muss, hat der VAR draußen sozusagen beratend oder kann der auch druckmachend eingreifen? Weil das ist schon ein Unterschied für einen Schiedsrichter, wenn man ihm etwas sagt oder gibt es, ich glaube, es sollte nicht so sein, dass von draußen auf einen Schiedsrichter Druck gemacht wird, wenn das möglicherweise so ist. Ach, da möchte ich jetzt nicht mutmaßen. Das ist dann eine Sache, die dann auch intern in den Schiedsrichterreflexionen besprochen werden muss. Was ich klar beurteilen kann, ist auch nach Rücksprache mit dem Schiedsrichter Muckenhammer, wie er mir die Situation geschildert hat. Ich habe es mir dann auch selber angeschaut. Unmittelbar danach sehe ich es ja das erste Mal im Fernsehen und mit meinem Live-Blick. Aber ich habe es mir dann natürlich schon angeschaut. Und genauso, wie es er mir geschildert hat, ich habe ja auch gesehen, wo er gestanden ist. Er war so am 16er, hat gerade hingeschaut. Und das Seiwald-Hands ist genauso passiert, wie es er gesehen hat. Von dem her war seine Wahrnehmung genauso und von dem her hat der VAR nichts verloren, sich einzuschreiten. Mir geht es nur darum, dass man einfach in der Auslegung klar sein muss, ansonsten muss man die Regel wieder ändern.
wann darf der VAR einschreiten. Und da möchte ich einfach, dass es das überall gleich ist. Weil wenn ich nach Klagenfurt schaue, den Rapid-Elfmeter, der aus kürzester Distanz vom eigenen Mitspieler angeköpfelt worden ist, mit überhaupt keine Chance auszuweichen, und da schreitet der VAR gar nicht ein, dann denke ich einmal, da ist unterschiedliche Auslegung. Da, wenn es klare Fehlentscheidungen gibt, wenn die Wahrnehmung vom Schiedsrichter anders ist, dann soll der VAR einschreiten. So, genauso haben es wir unterrichtet gekriegt. Und das kann ich bei der ersten Situation beim Seiwald-Hens nicht nachvollziehen. Das ist das, was ich auch am Punkt bringe. Und damit ist aber dann mein Part in dieser Geschichte zu Ende. Und das andere sollen sie die Schiedsrichter ausmachen und nachschulen und was auch immer. Genau. Wie ist die Personalsituation? Sind alle gesund? Gibt es Verletzungen? Gibt es kleine Wehwehchen? Wie schaut es da aus? Ja, es gibt das eine oder andere kleine Wehwehchen. Wir haben Spieler jetzt in letzter Zeit Probleme mit ihrem Rücken. Da müssen wir schon ein bisschen Tribut zahlen. Der Platzverhältnis, natürlich auch noch relativ harte Plätze. Da sind beim einen oder anderen immer wieder mal kleine Dinge dabei, aber jetzt nichts Großartiges. Es ist jetzt diese Phase, wo sich einfach eine Meisterschaft, wo sich eine Liga entscheidet. Und da geht es einfach darum, dass man gute Spielerverfügbarkeit hat, dass man die Top-Spieler am Platz bringen kann. Und da wird auch wichtig sein, das eine oder andere Wehwehchen einmal wegzubeißen. Und für mich als Trainer einfach zu sehen, wer ist absolut bereit für das nächste Spiel. Und das heißt, am Sonntag Austria Klagenfurt. Ganz kurz noch vielleicht eine Einschätzung zur Situation in der Meistergruppe, wenn man auch die Form der Konkurrenz einkalkuliert. Ich nehme an, es wird von recht vielen Platz 2 das Saisonziel am Ende sein. Ja, von Salzburg nicht, das ist logisch. Und Austria Klagenfurt ist einfach der große Überraschungsteilnehmer dieser Meistergruppe, die einfach jetzt völlig frei drauf losspielen können, die in ihren Planungen für die nächste Saison schon nicht mehr gehindert dran sind, die auch gesagt haben, ihr großes Saisonziel ist, die Klasse zu halten. Die haben es jetzt geschafft in die Meistergruppe. Und würde ich auf keinen Fall unterschätzen. Ich denke, haben auch gegen Rapid gute Figur gemacht. Da waren es auf keinen Fall die effizientere Mannschaft. Von dem her ist natürlich Salzburg das Team, wo die Big Points zu machen sind und was uns leider nicht geglückt ist. Und alle anderen Mannschaften, die werden sich ausmachen, wer dann am Ende um die Europacup-Tickets bekommt. Da brauchst du einfach gute Form, du darfst keine Schwächephasen haben, du musst, wenn du einfach dein Leistungspotenzial personell und spielerisch abrufen kannst, dann wirst du da vorne sein in diesem Pulk und ansonsten bist du aber auch schnell durchgereicht in der Tabelle. Für mich ist Sturm gegen Austria Klagenfurt nicht ein Spiel wie jedes andere. Steiermark, Kärnten, im Eishockey vorgelebt, das sind immer die ausverkauften Partien. Hast du eine Idee, warum Sturm Klagenfurt, abgesehen von der geografischen Nähe, doch etwas Besonderes ist? Es geht meiner Meinung nach die Zeit vor deiner Geburt zurück. Ja, da brauche ich bitte, schaust in dein Geschichtsbuch, kannst mal ein bisschen vorlesen draus, mich unterrichten. Sturm war bis 1958 zwischendurch erstklassig, also in der damaligen Staatsliga. Dann ging es für den Stürmer namens Gerhard 6 Jahre in die Regionalliga Mitte. Und das Duell, das damals um den Aufstieg bis Weiden entschieden hat, war Sturm gegen Klagenfurt. Einmal ist Sturm aufgeschrieben, einmal ist Dortmund aufgeschrieben, einmal ist Kapfenberg, und da gab es das denkwürdige 4:1 am Sturmplatz bei strömenden Regen, wo Sturm aufgestiegen ist und 10.000 Leute. Ich glaube, von damals an ist Sturm Klagenfurt, wo die sich immer begegnet sind und wo es immer um was gegangen ist. Seit damals hat das einen besonderen Stellenwert, glaube ich, für viele ältere Sturmfans. Ja, so soll es auch bleiben. Für mich ist schon in der Meistergruppe cool, dass es zwar richtige Derbys gibt, das ist das WRC gegen Klagenfurt und auch das Wiener Derby. Wir sind da in der Mitte drinnen und wir versuchen natürlich dann gegen alle vier perfekte Figur zu machen und am Ende diese vier Mannschaften dann hinter uns zu lassen, weil dann wäre für uns auch wirklich alles perfekt aufgegangen. Kilometermäßig günstige Spiele, oder? Was? Kilometermäßig
Ja, wenn wir zu Hause spielen, braucht man sowieso nicht so weit fahren. Ansonsten ist eine coole Meistergruppe, aber natürlich jeder, der da dabei ist, hat sich das auch verdient. Und am Ende hat jeder seine Qualitäten, jeder beweist eine gute Form. Und von dem her wird es an uns liegen, so zu performen, dass wir dann auch wirklich unser Maximale rausholen können. Weitere Fragen? Ja, ich habe eine Frage noch, Chris. Nach den Europa-League-Spielen im letzten Herbst und so weiter, das waren 8 Partien, kommt Sturm auf einen Punkteschnitt nachher von 1,0. Das heißt, wenn Donnerstag Europa-League war und die Spiele dann am Sonntag, wenn man die Spiele hernimmt, nur 7 bei Alltag ist ja entfallen, haben wir einen Schnitt von 1,0. Das heißt, das hat schon an den Tagen davor absolut Substanz gekostet. Und wenn es auch Verletzungen waren wie Kitai und so weiter, ich glaube, das könnte sich jetzt schon ein bisschen positiv auswirken im Frühjahr, dass das anders ausschaut. Ja, also 1,0 ist natürlich ein Schnitt, der mich nicht gerade in Freudensprünge bei mir bewirkt. Das kann besser sein. Es ist natürlich ein Entwicklungspotenzial drinnen, mit dieser Situation sehr schwierige internationale Spiele zu haben und dann trotzdem in der Liga so zu performen, dass man einen besseren Punkteschnitt dann zusammenbringt. Auf der anderen Seite, also es gibt jetzt in der Meistergruppe kein Team mehr, das jetzt Europacup spielt, das da eine zusätzliche Belastung unter der Woche hat. Von dem her ist es gleich. Also jeder hat gleich lang Vorbereitungszeit auf die Spiele. Und ja, dann gilt es dann einfach, das bestmöglich zu nutzen. Natürlich war es jetzt einmal angenehm, uns eine ganze Woche auf ein Spiel vorzubereiten, aber die gleiche Möglichkeit haben ja alle anderen Teams auch. Gibt es noch Fragen? Wenn nicht, dann danke fürs Kommen und bis Sonntag.